So, jetzt zu den Grundbegriffen der Elektrotechnik. Und jetzt wissen wir ja schon, Spannung und Stromstärke. Spannung entspricht dem Druck bei einer Wasserleitung und Stromstärke, was da rausfließt. Zur Spannung. Die Spannung wird bezeichnet so hier, mit dem Kurzzeichen Groß U und gemessen in Volt oder entsprechend Millivolt, Kilovolt oder so weiter. Das kennen wir aber von Millimeter, Kilometer. Ne? Die Stromstärke, also das, was rausfließt, das, was in den Leitungen fließt, aber das sehen wir ja nicht. Die Stromstärke mit I und wird in Ampere, Milliampere, Kiloampere weniger, das ist schon, also 1000 Ampere ist schon Wahnsinnsstrom und so weiter gemessen. Das sind die wichtigsten, die beiden sind die allerwichtigsten für unsere Arbeit. Natürlich gibt es dann noch solche Sachen wie Ladungsmenge, Coulomb und so weiter und so fort. Möchte ich aber erst dann rangehen, wenn wir uns mit diesen normalen Haushaltsgeräten auskennen. Hier gibt es eine Frage. So, jetzt zu Schaltzeichen. Wenn wir die beiden Dinge hier haben, wissen wir, okay, wenn ich von Spannung spreche und von Stromstärke, worum es geht, in Volt und in Ampere oder Millivolt oder Milliampere und so weiter. Ne? Milli, gut. Schaltzeichen, die wir unbedingt brauchen. Wir werden jetzt in nächster Zeit sehr viel experimentieren und es wird immer so sein, dass ich euch einen Schaltplan anmale und dafür brauchen wir bestimmte Schaltzeichen. Ich mache mal für die Schaltzeichen einen ganz einfachen Stromkreis und mehrere Varianten davon. So, jetzt kommt das hier. Ich sage noch nicht, was es ist. Naja, im Allgemeinen weiß man es ja schon. So, ich habe hier, das sieht aus wie eine Steckdose, ne? Davon abgeleitet kann man allgemein dazu sagen, das hier ist die Spannungsquelle. Spannungsquelle. Das hier, wissen wir schon, ist eine Glühlampe. Das Ding ist ein Schalter. Und alle verbindenden Striche hier, wobei mir das hier nicht ganz gefällt, dieser verbundene Strich. Alle verbindenden Striche sind einfache Leitungen, Leiter. So, und jetzt sind wir schon gleich bei dem ersten. Ich lege jetzt mal Gleichspannung an. Na, das sollte schwarz werden. Und kennzeichne die Pole. Wir machen gleich Folgendes. Wir merken uns, es geht immer von Minus los. Früher ließ man das gerne von Plus losgehen, was da passiert. Aber was geht los? Wir werden jetzt also sehr viel mischen. Es gehen Elektronen los. Die sind hier auf der Seite zu viel. Die rennen los. Jetzt nimmt man einfach den Stift, um zu gucken, ob die Lampe leuchtet, und fährt mit dem Stift hier dran lang. Ich mache mal den Stift hier so. Und fährt hier lang und sagt so, jetzt fließen die durch die Glühlampe. Wenn die heil ist, ist es in Ordnung. Dann fließen sie weiter, dann fließen sie hier hin und dann kommen sie zum Schalter, aber der ist offen. Geschlossen würde der so aussehen. Geschlossen wäre so. So, der ist offen und wenn der offen ist, dann geht es hier nicht weiter. Das heißt, die Glühlampe leuchtet nicht. Wenn dieser Stromkreis geschlossen ist, und dazu komme ich dann, was da wirklich im Inneren passiert, dann leuchtet die Glühlampe. Dann kann ich nämlich dieses mit dem Stift entlang fahren. Hier ist eine Unterbrechung, ne? Wenn hier geschlossen ist, kann ich bis zum Pluspol zurückfahren. Aber was passiert denn hier drin? Was passiert in einem Stromkreis? Das müssen wir uns vorher nochmal klar machen. Ich hoffe, ihr erinnert euch, alle Stoffe bestehen aus Atomen und Atome haben einen Atomkern, der ist positiv geladen und hier außenrum schwirren Elektronen. Aber richtig schnell. Nochmal, hier sind Protonen drin. Das kommt dann auch in Chemie nochmal. Und hier negativ geladene Elektronen. Elektronen. Und diese Elektronen, das sind die einzelnen Ladungsträger im Wesentlichen. Diese Elektronen. Denn
Jetzt nehmen wir mal unsere Leitungen. Die Leitungen bestehen aus Metall. Ich komme dann im Einzelnen immer noch öfter drauf. Und jetzt gucken wir uns mal eine Kette von Atomen an, die da einfach so in der Landschaft rumliegen. Und alle haben Elektronen hier. Überall schwirren außen Elektronen rum. Sitt. Überall. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ich habe einen Überschuss hier auf der Seite. Ich könnte das machen. Ich nehme eine ganze Tüte Elektronen und tue die hier hin. Ganz viele. Ich tue die einfach hier hin. Eine ganze Tüte voll. Dann sind die ja als negative Ladungsträger in der Lage, die anderen Elektronen etwas zu schubsen. Denn gleichnamige Pole, so wie bei Magneten auch, stoßen sich ab. Das heißt, die würden Folgendes machen. Die bringen aufgrund ihrer hohen Ladungsdichte diese Elektronen dazu, einen weiter zu hüpfen. Dieses Elektron hüpft wieder einen weiter und so weiter und so fort. Dieser Elektronenfluss hier drin in den Leitungen, der passiert überall an allen Atomen. Dieser Elektronenfluss ist einfach bloß ein Weiterschubsen einzelner Elektronen. Das Elektron, was von hier gekommen ist, was ja von der Wolke hier losgeschubst wurde, setzt sich hier ran und das hier weggeschubste setzt sich hier ran und das geht die ganze Zeit so weiter. So muss man sich's vorstellen und so ähnlich ist es auch. Jetzt kommt das Schicke. Die Geschwindigkeit, falschen Stift, die klein v der Elektronen, die ist ungefähr, sagen wir mal, einfach so 5 cm pro Sekunde. So langsam. Aber V-Schubs, das heißt dieser Anschubsprozess, entspricht sehr genau der Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, das Schubsen, Achtung Elektron, ich schubs dich, ich schubs dich, ich schubs dich, ich schubs dich, das geht so schnell in Lichtgeschwindigkeit. Das funktioniert sehr schnell. Aber der eigentliche Elektronenfluss ist langsam. Das soll uns aber egal sein. Denn wenn ich immer einen weiterschubse von den Elektronen, dann ist es mir egal. Hauptsache, die sind schnell genug und haben sich alle auf einmal rübergeschubst. Aber dieses Fließen, egal wie, die Menge dieser geschubsten Elektronen, die entspricht dem Strom. Und es ist, kleinen Moment, und es ist nicht abhängig davon, diese Schubsgeschwindigkeit sozusagen, die ist nicht davon abhängig, wie viel Spannung anliegt. Das nicht. Ein Elektron hier in dieser Tüte Elektronen zu viel, bringt schon die anderen Elektronen zum Anschubsen. Das hört dann zwar mal irgendwann auf, weil es zu wenig war und kommt kaum an. Das nennt man dann Widerstand, kommen wir aber später drauf. Nochmal, jetzt wissen wir auch, was eigentlich der Strom ist. Strom, also elektrischer Strom. Strom ist nichts weiter als bewegte Ladungsträger innerhalb des Materials. Bewegte Ladungsträger, das ist meistens, oder das sind meistens Elektronen. Es gibt noch Ionen und so weiter, können wir alles später machen. So, jetzt gab es hier Fragen. Ja, wir haben uns eben nochmal drüber unterhalten. Klein v ist gemeint, die Geschwindigkeit der Elektronen selber ist wenig. Aber die Anschubsgeschwindigkeit, dieser Prozess des Anschubsens, der ist mit Lichtgeschwindigkeit. Das geht sehr schnell. Jetzt kam nochmal die Frage, wie funktioniert denn das mit diesen Elektronen? Ich mach's nochmal anders, vielleicht ist es besser. Und woher kommen denn die vielen Elektronen? Die kommen aus, zum Beispiel, und jetzt kommen wir zum nächsten Schaltzeichen, aus einem Akkumulator. Akkumulieren heißt sammeln. Da werden die alle gesammelt. Das ist jetzt nicht das Schaltzeichen für Akkumulator, sondern ganz einfach für eine Batterie. Und hier kann man sich Folgendes merken. Wo ist Plus- und Minuspol? Diesen Strich hier, ich mache es aber wieder weg, diesen langen, dünnen Strich, den kann ich durchbrechen, so kann man sich's merken. Und dann kann ich den zum Plus machen. Den dicken kann ich nicht durchbrechen, also bleibt der Minus. So, aber jetzt zum Akkumulator. Ohne dass ich jetzt auf, also das ist eine Batterie. So, ohne dass ich jetzt auf den Akkumulator selber eingehe, kann man sich das so vorstellen, ich nehme mal ganz einfach einen Behälter, das ist übrigens wirklich ein Behälter, wenn man sich so einen Bleiakkumulator aus dem Auto anguckt, dann besteht er aus lauter vielen
solchen Behältern. Und in diesem Behälter, da lasse ich ganz einfach zwei Drähte reinragen und hier drin ist eine Metallplatte und hier ist eine Metallplatte. Jetzt mal ganz einfach. Da ist eine bestimmte chemische Verbindung drin. Ich lasse das jetzt alles mal weg. Und die bewirkt, dass ich hier ganz viele Elektronen, wenn ich haben will, übrig habe. Hier auf dieser Seite sind lauter Elektronen gesammelt. Hier auf dieser nicht. Und jetzt kommt der Trick an der ganzen Sache. Die hier, die warten bloß drauf, irgendwie sozusagen freigelassen zu werden. Und jetzt verbinde ich mal in Gedanken die beiden Pole über eine Lampe, damit nicht gleich alles kaputt geht. Und dann würde Folgendes passieren. Diese Elektronen schubsen sich jetzt, und zwar innerhalb der Leitung weiter, innerhalb der Glühlampe weiter und fließen dahin, wo keine sind. Wenn hier zu viel sind, wollen sie sozusagen einen Ausgleich. Und das geht so lange, wie hier zu viele Elektronen sind. Und das merkt man auch bei herkömmlichen Batterien. Wenn ich eine Taschenlampe nehme und mit Glühlampe allerdings, und ich lasse da diese Taschenlampe ewig lange brennen, irgendwann sind die Elektronen alle ausgeglichen, sind nicht mehr zu viele da, sind die nämlich alle hier angekommen, auf dieser Seite, in diese Richtung geht das. Und wenn da immer weniger da sind, dann sinkt die Spannung, das heißt, der Strom sinkt auch und die Lampe wird dunkler. So, wir werden jetzt gleich das nächste Video, also da müssen wir dann weitermachen. Siehe nächstes Video. Oh, ja, Video, nicht Video. Ich mache jetzt an dieser Stelle mal dicht. Wir müssen uns über noch was klar werden, was leitet alles. Jetzt kam schon das Wort Wasser und ich habe sofort Nee gesagt. Oh, jetzt ging alles kaputt. Aber okay, im nächsten Video geht's weiter.